Hilfsbereitschaft auch von Polizeikräften aller Bundesländer und des Bundes ist groß. Was haben Sie auch in persönlichen Gesprächen, die Sie ja führen, auch informell mit Kolleginnen und Kollegen innerhalb der verschiedenen Polizeikräfte noch so erfahren können? Ja, es sind ganz, ganz viele tolle Erfahrungen, bemerkenswerte Eindrücke, die ich da mitgenommen habe. Unter anderem auch Äußerungen von geschlossenen Einheiten, Bereitschaftspolizeien anderer Bundesländer, die nach einem 3-4 Tage Einsatz überhaupt nicht abreißen wollten. Die wollten nicht zurück in ihr eigenes Bundesland, weil sie den Menschen weiterhelfen wollten. Genauso unsere Polizeischüler von der Polizeihochschule, die Studierenden, die in ihrer Freistellungsphase aktuell hier hinkommen, als geschlossener Verband Studierende der Polizei und hier mit anpackenden Leuten helfen. Das ist einfach ein tolles Signal und das erfüllt mich mit Stolz. Wir haben auch gehört von Polizisten aus anderen Bundesländern, die gesagt haben, sie haben im August Urlaub und wollen sogar ihren Urlaub noch hier verbringen, indem sie hier nochmal privat im Urlaub Katastrophenhilfe leisten. Haben Sie sowas auch schon gehört? Ja, also das ist auf der einen Seite natürlich super bemerkenswert, mein Respekt dafür. Und wir aus dem Polizeimuseum Koblenz haben natürlich auch die Fälle gehabt, dass Kolleginnen und Kollegen ihren aktuellen Urlaub abgebrochen haben, um hier zu unterstützen, um ihre Einsatzkraft, ihre Einsatzfähigkeit in den Einsatz zu stellen für den Bürger hier. Und diejenigen, die Bereitschaftspolizeien auch aus anderen Ländern, die 4 Tage am Stück hier waren, die haben auch nach unseren Erkenntnissen zum Teil fast durchgearbeitet. Können Sie sagen, was da bestätigen, dass es da tatsächlich Schichten gab, wenn man auch von Schichten sprechen kann, also die weit über 10-12 Stunden hinausgingen? Also wir haben einen Tag- und einen Nachtrhythmus, natürlich jeweils von 6 bis 18 bzw. 7 bis 19 und dann entsprechend 19 bis 7 Uhr. Also die 12 Stunden Regelarbeitszeit, die war da, aber das ist aufgrund dieser besonderen Situation natürlich auch absolut notwendig gewesen. Nur so, wenn wir auf ein 3-Schichten-System umgestellt hätten, hätten wir eine komplette Schicht mehr gebraucht. Und so konnten wir wesentlich effizienter arbeiten, haben natürlich aber darauf geachtet, dass die Kolleginnen und Kollegen entsprechende Ruhephasen haben, um sich zu regenerieren und für den nächsten Tag bzw. für die nächste Nacht wieder gestärkt in den Einsatz gehen zu können. Sehr geehrter Herr Polizeirat Stadtfeld, können Sie sagen, wie viele Polizeikräfte sind derzeit im Einsatz und sind auch Polizeikräfte von anderen Bundesländern und auch des Bundes hier vor Ort, um Katastrophenhilfe zu leisten? Ja, wir haben täglich über und rund um 1000 Kräfte im Einsatz, zur Nachtzeit immer ein mittlerer, dreistelliger Bereich. Natürlich können wir diesen immensen Kräfteansatz nicht aus eigenen Reihen stellen, sodass wir ja Unterstützung aus benachbarten Bundesländern, aber auch von der Bundespolizei haben. Wir wissen, dass zum Beispiel auch Polizei aus dem Land Berlin im Einsatz ist, unter anderem die 23., 25. und 36. Einsatzhundertschaft. Gibt es da eine Koordinierungsstelle der Polizei oder versucht jede Polizeidienststelle selber vor Ort nach Möglichkeit zu helfen? Nein, natürlich gibt es eine Koordinierungsstelle. Wir haben eine BAO, eine besondere Aufgabenorganisation, eingerichtet, eine Kopfstelle der Polizei, die den Einsatz koordinativ führt durch unseren Vizepräsidenten. Und in diesem Führungsstab gibt es einen Einsatzabschnitt der Kräftesammelstelle, wo alle Kräfte aus dem ganzen Bundesgebiet koordiniert werden und auch koordiniert in den Einsatz gebracht werden, wo darauf geachtet wird, dass die Ruhezeiten entsprechend eingehalten werden, dass sie untergebracht und auch verpflegt werden. Können Sie noch etwas sagen zu den Opferzahlen? Wie viele sind bisher gestorben, verletzt und wie viele werden noch vermisst? Wir haben insgesamt 766 Verletzte. Es sind 132 Menschen bei diesem Unwetter ums Leben gekommen und aktuell haben wir noch 73 Vermisstenfälle. Sind das die Zahlen für Rheinland-Pfalz oder auch für die benachbarten Bundesländer? Das sind die gesamten Zahlen. Diejenigen, die noch vermisst werden, welche Möglichkeiten gibt es für die Angehörigen, sich an die offiziellen Dienststellen, unter anderem auch an die Polizei zu wenden und wie viele Nachfragen, unter anderem in Form von Anrufe, haben Sie ungefähr bisher schon gehabt? Ja, wir hatten etwas unter 6000 Anrufe insgesamt über unsere Personenauskunftsstellen. Das ebbt natürlich nach und nach ab. Wir hatten viele Doppelungen dabei, was eine sehr hohe Ermittlungsarbeit bedeutet, das für uns zu verifizieren und die Doppelungen rauszustreichen, um nachher eine valide Zahl, eine einigermaßen valide Zahl zu haben, über wie viele Vermisste wir insgesamt sprechen. Die Zahlen unterliegen natürlich auch Schwankungen, denn in der polizeilichen Ermittlungsarbeit ist es so, dass eine nicht identifizierte tote Person zunächst als vermisste Person gezählt wird, sodass sich das nachher ebenfalls gegeneinander ausspielt. Also eine nicht identifizierte tote Person ist noch eine vermisste Person, oder habe ich das richtig verstanden? Ja, jeder gilt so lange als vermisst, solange der Tod oder der Tote nicht zweifelsfrei identifiziert ist, was über die Rechtsmedizin erfolgen muss. Es gab ja
riesige Wellen in den Medien wegen mutmaßlichen Angriffen auf Helfende. Dazu gab es ja dann mal einen Tweet, glaube ich, von der Polizei Koblenz, dass da keine Erkenntnisse vorliegen. Das wurde dann später noch ergänzt, dass es doch Hinweise gäbe. Können Sie da den aktuellen Ermittlungssachstand mitteilen? Ja, es hat Übergriffe gegeben, wobei der Begriff Übergriffe jetzt von mir nicht legal definiert wird. Mhm. Es war nichts im Hinblick auf strafrechtliche Relevanz, sehr wohl aber verunglimpfende Äußerungen und auch Matschbewurf oder zumindest in Richtung der Fahrzeuge, was von uns in keiner Weise toleriert wird, denn ein Angriff auf Rettungskräfte ist ein Angriff auf uns alle und wir gehen da jedem Hinweis nach, sind aktuell aber noch in den Ermittlungen, in der Verifizierung, welche Einsatzkräfte vom THW konkret davon betroffen werden. Dann gab es ja auch noch viel Medienberichterstattung um diese Schule, ich glaube die Alois-Schule. Gibt es da einen neuen Stand, was da die Kräfte der Polizei unternehmen oder nicht? Also da stand wohl mal eine Räumung im Raum, da weiß ich nicht, was da der aktuelle Stand ist. Gut, da muss ich jetzt sagen, dass die Polizei mit einer Räumung federführend zumindest zunächst mal nichts zu tun hat, nicht eine Verantwortung ist, denn wir als Polizei sind nicht Träger dieser Schule. Können somit kein Hausverbot aussprechen und halten uns da insofern zurück, als dass diese Menschen vordergründig zum Helfen hingekommen sind. Und solange sie zum Helfen oder das Helfen der Menschen im Vordergrund steht, gibt es für uns auch keine Notwendigkeit, da Veranlassungen zu treffen. Meiner Kenntnis nach haben die Personen zwischenzeitlich aber aus eigener Veranlassung die Schule verlassen. Sodass dann kein Handlungsbedarf seitens der Polizeikräfte besteht. Ja. Korrekt. Gibt es eigentlich verletzte Polizeikräfte, sowohl durch die Flutkatastrophe als auch jetzt durch die Einsätze? Haben Sie da Kenntnis, ob Sie Kolleginnen und Kollegen haben, die Schaden genommen haben? Also müssen wir differenzieren zwischen den verletzten Kräften in der Einsatzmaßnahme selbst. Da haben wir natürlich aktuell 7 Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte, die sich zum Glück nur leicht verletzt haben bei Unterstützungseinsätzen. Ich muss dazu sagen, die Kräfte der Polizei haben ja über ihren originären Auftrag hinaus selbst dabei geholfen, Häuser zu entschlammen, Keller auszupumpen, Unrat wegzutragen. Wir waren also bis zum Knöchel im Schlamm mit drin und haben aktiv mit geleistet, Hilfe geleistet, machen das aktuell nach wie vor. Und dabei verletzt man sich leider auch mal zum Glück. Die wenigen Fälle konnten ambulant im Krankenhaus weitestgehend behandelt werden. Dann haben wir natürlich hier im PW Koblenz, Polizeipräsidium, selber Kolleginnen und Kollegen, Angehörige unserer Polizei, die im Ahrtal wohnen, die durch die Katastrophe selbst betroffen sind, indem sie teilweise das Wasser im Haus hatten, aber auch im schlimmeren Fall ein Haus verloren haben. Gibt es da Solidarität innerhalb der Polizei, dass es da ja soziale Hilfe gibt, psychologische Betreuung oder dass eben auch mal dann vielleicht Kolleginnen aus der Einheit oder aus dem Präsidium vielleicht über private Netzwerke innerhalb der Polizei mal mit anpacken? Ja, ich denke, das ist auch selbstverständlich. Was wünschen Sie sich für die Zukunft, für die Menschen, aber auch ja, für die Polizeiarbeit? Es ist ja wirklich eine tragische Situation, eine Katastrophe ungeahnten Ausmaßes. Ja, ich habe Wünsche in beide Richtungen. Also ich habe das eben schon mal betont, der Wunsch an die Bevölkerung, an die vielen freiwilligen Helferinnen und Helfer, die diese unglaubliche Hilfeleistung, dieses Engagement haben, haltet das aufrecht. Bleibt dabei, bleibt stark. Wir haben einen langen Atem, müssen wir haben, um das weiter zu schaffen. Nur gemeinsam, in Zusammenarbeit mit THW, mit Polizei, Rettungsdienst, Feuerwehr und allen freiwilligen Helfern können wir das schaffen, dass wir hier alsbald Licht am Ende des Tunnels sehen und das Ahrtal wieder einigermaßen aufgebaut haben oder hergerichtet haben, dass es wieder ja, bewohnbar und auch attraktiv wird. Und der andere Wunsch, der ist im Prinzip relativ leicht. Unterstützen Sie die polizeilichen Einsatzkräfte, unterstützen Sie die THW, Rettungsdienst, Feuerwehrkräfte bei ihrer Arbeit. Ja, bringen Sie ihnen mal ein Lächeln entgegen. Die Leute sind teilweise in ihrer Freizeit hier und verbringen Dienst. Ja, können wir auch so bestätigen von dem, was wir gehört haben. Und das heißt ja immer im Volksmund, die Polizei, dein Freund und Helfer. Das kriegt hier natürlich nochmal ein ganz anderes Gewicht, wenn man, wie wir auch schon, die Polizisten beim Dreckschippen gesehen hat und beim Schleppen oder bei der Wasserversorgung. Zum Beispiel im Marienthal haben wir da Polizisten aus Berlin gesehen, die da mit Wasser gebracht haben, alles mögliche in den Kellern aufgeräumt haben oder bei einer einsturzgefährdeten Brücke geholfen haben, die zu sichern oder zu entrümpeln. Kann das also auch nochmal vielleicht auch zu mehr gesellschaftlichen Zusammenhalt führen, weil wir jetzt auch von vielen Betroffenen gehört haben, dass sie Werte wie Solidarität plötzlich gelebt sehen. Das ist nicht mehr nur ein Wort, sondern das ist jetzt wirklich etwas, das sie erfahren. Vielleicht hilft das ja auch in der Bürgernähe oder eben im gesellschaftlichen Zusammenhalt.
Ja, das ist interessant und tatsächlich ein sehr, sehr guter Aspekt. Und das könnte das einzig Positive sein, was wir als Ergebnis aus dieser schweren Unwetterkatastrophe mitnehmen. Herr Innenminister Lewins hat das in der gestrigen Pressekonferenz auch schon sehr schön betont, dass er diese gelebte Solidarität jeden Tag spürt. Die Verbundenheit der Leute untereinander, aber auch über den Landkreis hinaus aus anderen Bundesländern. Das ist eine ganz neue Dimension der gegenseitigen Hilfenahme und Hilfeleistung. Wollen wir Sie jetzt nicht weiter aufhalten? Sie müssen zu Ihren Verpflichtungen. Vielen Dank für das Gespräch.